Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Heute geht es um die Bodenverbesserung und zwar mit Mist und Kompost. Ich habe dafür schon ein wenig vorgearbeitet und das selber mal getestet, um euch heute mal ein bisschen so eine kleine Herangehensweise zu zeigen, wie man den Gartenboden im Gewächshaus oder auch im Freiland verbessern kann. Hier auf der rechten Seite von mir aus gesehen sind wir schon fertig und hier auf der linken Seite haben wir das noch vor. Ich werde euch gleich einmal zeigen, wie wir das genau machen, denn wir werden den Mist unterheben, dann die normale Gartenerde quasi wieder drauf und dann kommt ganz oben ja eine 10 cm dicke Schicht Kompost und dazu erzähle ich euch gleich mal mehr. Ja, hier habt ihr jetzt schon das fertige Beet, das ist 9 x 1 Meter. Da sind ungefähr 10 Schubkarren Kompost draufgekommen und 4 Schubkarren Mist. Den Mist, den habe ich von einem Landwirt bekommen. Der hatte den über und da standen 2 Rinder in der Box, wo der Mist rauskam. Der ist noch relativ frisch, da gibt es ja auch immer so eine kleine Diskussion, ob man jetzt frischen Mist in den Garten einarbeiten darf oder nicht. Ich weiß es selber nicht genau, ich habe da noch nie genau Experimente zu gemacht. Ich habe mir aber einiges überlegt und auch mit ein paar Gartenexperten wie dem Nico vom Bunten Nutzgarten gesprochen. Und wir sind einfach zu dem Entschluss gekommen, dass es auf jeden Fall machbar ist, weil der Mist ist hier dann auf ungefähr 40 cm Tiefe und bis die Pflanzen da dran kommen, ja, da sind die schon mächtig groß und mächtig stark und auch der Mist hat sich dahingegen schon wieder dann deutlich zersetzt, weil wir machen das so, ich zeige euch das gleich alles mal in der Praxis, der Mist, es wird eine Rille gezogen, da kommt dann ja eine kleine Schicht Mist rein, dann kommt die Erde wieder drauf plus die 10 cm von dem Kompost und ja, so haben wir auf jeden Fall einen Top-Gartenboden. Ja, so viel zu der Theorie. Jetzt zeige ich euch das mal in der Praxis, wie das aussieht hier bei mir. Ich mache das hier bei mir im Gewächshaus, aber wie gesagt, das könnt ihr auch überall im Gartenboden machen. Wenn ihr das im Hochbeet so macht oder auch im ganz normalen Gemüsebeet, das ist auch möglich. Folgt mir gerne hier auf YouTube, einfach unter dem Video auf Abonnieren klicken und die Glocke aktivieren. Jeden Sonntagmorgen gibt es nämlich um 8.30 Uhr ein neues Video, da würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns da mal sehen, denn das wird auf jeden Fall eine sehr spannende Gartensaison. Aber jetzt mal los, ran an die Arbeit. Ja, und was man hier sieht, das ist ein halber Hänger voll Kompost. Der ganze Hänger, das war einen halben Kubikmeter und bei uns in der Nähe, ich komme ja hier aus Lingen, wenn man 20 Minuten von hier fährt mit Auto und Hänger, dann kommt man zu einem Kompostwerk und zwar zu der Zentraldeponie Fenneberg, so heißt das hier bei uns. Die sammeln die braunen Tonnen, also die Biotonnen ein und auch das alles, was auf den Wertstoffhöfen rumliegt, an Grünschnitt, an Holz, Heckenschnitt, was auch immer alles zu diesen Wertstoffhöfen gebracht wird. Und das wird dann halt kompostiert. Und ich habe diesen Kompost hier gefunden und ratet mal, was ein ganzer Hänger von diesem Kompost kostet. Genau, 5 Euro. 5 Euro habe ich für den kompletten Hänger Gartenerde für einen halben Kubikmeter Kompost bezahlt. Ich finde das schon echt einen Wahnsinnspreis. 10 Euro pro Kubikmeter. Das ist echt eine Menge, wenn man bedenkt, dieser Hänger ist 2,5 Meter lang, 1,5 Meter breit, nee, 1,25 Meter breit und 40 cm hoch. Da passt schon echt eine Ladung Kompost drauf und der war komplett voll für 5 Euro. Das war eine große Radladerschippe. Ja, und da werde ich mir die Tage nochmal einen mehr holen, denn ich brauche ungefähr 2 Hänger hier für meinen Garten. Und wie sagt der Ralf vom Selbstversorgerkanal, bevor Sie tippen und meckern in den Kommentaren, ja, so mache ich das jetzt heute hier auch. Bevor ihr meckert, warum ich jetzt Kompost aus einem Kompostwerk hole und das nicht alles selber mache, in der Theorie und Praxis ist das natürlich sehr verschieden. Also in der Theorie den eigenen Kompost machen, das machen wir da hinten in unserer Kompostecke ja auch. Alles gut und schön, aber in dieser Menge 2 Hänger voll Kompost, da müsste ich 3 Jahre bestimmt warten, bis der Kompost so weit ist, dass ich den auf den Garten drauf tun kann und dann im Ungefähren auf so eine Menge zu kommen, das ist schon echt Wahnsinn und enorm viel Arbeit. Da fahre ich einfach zu dem Kompostwerk hier in der Nähe und hole den Kompost da ab. Für 5 Euro einen großen Hänger, da mache ich mir nicht so viele Jahre die Mühe. Natürlich ein bisschen Kompost haben wir immer, aber so viel einfach mal zu dem Thema. Kann jeder machen, wie er will, aber bei uns kommt es einfach nicht in Frage, weil wir eben auch erst ja, ein gutes Jahr hier in diesem Garten sind und in dem Jahr hätten wir noch keinen fertigen Kompost gehabt und geschweige denn in der Menge, die wir brauchen. Ja, mein Weg also, der Kompost aus dem Kompostwerk. Ich blende euch hier aber meine Statistik ein, der wurde geprüft. Da seht ihr mal die ganzen Werte, was so in diesem Kompost drin ist. Und wenn man mal guckt, es ist wirklich ein sehr feinkrümeliger, schöner Kompost. Ich zeige euch das hier auch nochmal in der Nähe.
sehr feinkrümelig, also schon sehr weit zersetzt. Und in dem ganzen Kompost hier habe ich noch keine Plastikteile gefunden, bevor jetzt irgendeiner schon am Tippen ist. Da ist aber sehr viel Plastik in deinem Kompost. Gibt ja immer die Leute, die unter dem Video irgendwas zu meckern finden. So, jetzt soll es aber ja nicht darum gehen, wo ich den Kompost her habe und wo man jetzt am besten den Kompost herkriegt. Hier soll es ja heute um die Bodenvorbereitung bzw. die Bodenverbesserung, Optimierung, wie auch immer gehen. Ja, und wie ich das in diesem Jahr mache, meinen kleinen Versuch. Ich zeige euch das mal, wie ich das auch auf der anderen Hälfte gemacht habe. Also hier steht schon eine Karre voll mit dem Mist. Dafür brauche ich erstmal ein bisschen Platz. Und Geräte braucht man dafür auch nicht. Man braucht einen normalen Spaten, man braucht eine Grabegabel und los geht's. Wir machen das hier, wir fangen mal hier an. Später zeige ich euch das auch im Schnelldurchlauf. Das ist nämlich nicht das Interessanteste. So, und das mit der Startrille ist immer ein bisschen schwierig, aber wenn man die Rille dann hat, geht es an den Mist. Und dann nehme ich mir meistens eine so eine Mistforke voll, verteile die in dieser Reihe und dann geht es weiter. Das Prinzip ist jetzt ganz einfach. Ihr setzt dahinter an. Und die Erde, die ihr hier rausholt aus dieser neuen Reihe, schmeißt ihr auf die alte drauf. Ja, und nachdem ich so ein Video aufnehme, dauert es meist 1 bis 2 Wochen, bis das Video dann auch auf meinen Plattformen wie YouTube oder Watch Better zu sehen ist. Deswegen kann ich euch nur ans Herz legen, schaut mal auf Instagram oder Facebook vorbei, denn dort poste ich mit Bildern und Stories meinen Gartenalltag und immer live die Gartenarbeiten, die gerade so anliegen. Also, wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne auch mal auf Instagram vorbeischauen. Zurück an die Arbeit. Die alte Reihe kommt jetzt hier drauf und dabei mache ich das ungefähr immer einen Spaten tief. Es muss ja nicht zu weit weg sein, es soll der Pflanze ja irgendwann auch zur Verfügung stehen. Ja, und das mache ich jetzt einmal durch den Folientunnel durch und dann sehen wir uns wieder, wenn der Kompost dann hier drauf kommt. Kurz noch zur Erklärung, der Mist liegt jetzt ungefähr 20-30 cm tief. Also später dann mit dem Kompost 40 cm ja ungefähr von der Pflanze entfernt, sodass die dann beim starken Wachstum ungefähr nach 2-3 Monaten an den Dünger, an den Mist unten dran kommen. Den Mist, den mache ich hier aber nicht nur rein zur Düngung, sondern der Mist ist auch ein guter Humusaufbau im Boden. Und da die untere Schicht hier sehr humusarm ist, ja, ist es gut, da ein bisschen Mist einzuarbeiten. Man muss ein bisschen aufpassen, Mist senkt den pH-Wert ab. Das will man ja normalerweise nicht haben, deswegen kommt er schon relativ tief. Ja, und so viel weiter zur Theorie. Jetzt erstmal ein bisschen arbeiten. So, fertig. Bis auf den letzten Meter hier. 5 Karren Mist haben wir jetzt auf dieser Seite. Ich meine, auf der anderen Seite waren es nur 4. Da waren wir wohl dann etwas sparsamer. Aber jetzt ist das Ganze hier erstmal umgegraben und der Mist ist untergearbeitet. Und bevor jetzt der Kompost eingearbeitet werden kann, müssen wir das Ganze noch wieder ein bisschen, ja, runtertreten nicht, aber ein bisschen platt machen, indem wir das mit einer Hake gerade ziehen und ein bisschen planieren, damit es ziemlich eben ist, damit wir dann noch eine feine gerade Schicht Kompost auftragen können. Aber da das ein bisschen länger dauert, zeige ich euch das im Zeitraffer. Ja, und in einem der letzten Videos, da ging es um Kalken im Gemüsegarten, auch ganz wichtig, um die Bodengesundheit zu fördern. Ja, und jetzt habe ich hier nochmal Kalk, weil auf der Seite hatte ich vorher noch nicht gekalkt. Und ich werde das mal als kleinen Test machen, dass ich die hintere Hälfte kalke und die vordere nicht. Und da bin ich mal ganz gespannt, wie sich das auswirkt.
Ja, und für alle, die das letzte Video nicht gesehen haben und fragen, warum ich das hier mache, warum ich hier jetzt so Backpulver oder mehlmäßig so Zeuge drauf schmeiße, das ist ganz normaler Meereskalk. Meereskalk ist nochmal eine spezielle Art von Kalk, die sich schneller zersetzt und die deshalb auch ein bisschen schneller wirkt. Allgemein ist es wichtig, einen pH-Wert ja, gut über 6 bis knapp 7 zu haben. 7 ist ein neutraler Gartenboden und 6,5 bis 6,0 vielleicht auch noch ist ein leicht saurer Gartenboden und das ist für die meisten Pflanzen optimal. Hier im Gewächshaus, im Folientunnel, haben wir aber nur einen pH-Wert und im Gemüsegarten auch von 5,0 bis 5,5. Das ist viel zu niedrig und mit diesem Kalk, den man einarbeitet, hebt man eben den pH-Wert an, aktiviert so das Bodenleben. Gerade Mist und Rasen, die setzen auf natürliche Art und Weise, weil die recht sauer sind, den pH-Wert runter. Bei Rasen ist es, glaube ich, 0,1 pro Jahr. Und deshalb sollte man bei Rasen und bei Gemüsegarten, beim Gartenboden auf jeden Fall immer ein bisschen nachkalken. Also wichtig, macht erst eine Bodenprobe, das könnt ihr kostenlos im Gartencenter oder auch mit so kleinen Teströhrchen, die kosten nicht viel, vielleicht 8 Euro, glaube ich, für 8 Anwendungen. Dann könnt ihr Bodenproben im Garten nehmen und einen pH-Wert messen. Ja, wenn ihr das gemacht habt, dann wisst ihr, wie neutral, sauer oder alkalisch euer Garten ist. Und bei mir ist es eben nicht so, deswegen kalke ich jetzt nochmal, aber wer das Video sehen möchte, es ist oben in der Infokarte verlinkt oder für die Leute, die es auf Watch Better schauen, es ist ja, in der Videobeschreibung verlinkt, schaut da mal rein. Also ich glaube, man sieht sogar mit dem Auge von weiter weg, da hinten ist es noch deutlich abgeflacht und hier ist viel zu viel Erde. Der Kalk ist eingearbeitet, der Boden ist auch gut durchmischt und gelockert, aber ich muss jetzt noch im Ganzen ein wenig nach da hinten haken. Ja, und ich glaube, auch das sieht man von weitem. Also dieser farbliche Unterschied, der ist enorm. Also ich muss das ja auch immer noch mal so ein bisschen aus der Perspektive vom YouTube-Filmer und Instagrammer sehen. Wenn ich jetzt hier meine Pflanzenfotos mache mit so einer deutlich dunkleren Erde, kommt die Pflanze natürlich deutlich mehr zum Vorschein. Also da freue ich mich natürlich auch drüber. Aber Spaß beiseite, im Allgemeinen, diese dunkle Erde tut dem Gartenboden auf jeden Fall gut. Und ich werde den Kompost jetzt mal eben einhaken. Beziehungsweise, was heißt einhaken? Ich verteile den einfach nur so ein bisschen. Ich will den eben nicht einhaken. Vielleicht ist das grundsätzlich möglich, aber ich möchte eben ganz einfach auch diese schöne Oberflächenfarbe behalten. Sobald das Ganze nämlich durcheinander gemixt ist, sag ich mal, sieht das auch nicht mehr so ganz ordentlich aus. Und das geht wahrscheinlich im Laufe des Jahres eh sehr schnell durcheinander, gerade beim Pflanzen später. Aber mit so einer großen Schicht Kompost hier hat man auf jeden Fall gut was drauf. So, jetzt ist uns auf den letzten 2 Metern der Kompost ausgegangen, aber egal, ich hole morgen früh schon neuen. Und ja, und dann geht es hinter mir auch schon weiter. Selbes Spiel, Mist rein, umgraben und dann auch noch kalken, Kompost oben drauf und dann ist die Bodenvorbereitung. Sehr bitter.